Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connections Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in Liège, in Lüttich, in Belgien. Und wir schauen mal, wohin es von hier aus geht und in die Schweiz zurück. Ich würde sagen, wir fahren nach Bern. Fahren wir auch mal wieder einen anderen Weg. Ich befürchte. Ich könnte mir gut vorstellen, ist es da? Ich weiß nicht. Wir fahren auf alle Fälle einen Bagger JCB 245 XR 28 Tonnen schwer für 40.500, was sehr gut ist. Über eine Strecke von 812 Kilometer nach Bern, beziehungsweise in den Süden von Bern. Schwergut ist ja ausgelegt, auch der Truck passt. Dann fahren wir zu TET. Dann würde ich sagen, fahren wir los, eben rüber zu ITC. C. Und danach geht es dann wahrscheinlich so ungefähr über Basel mehr oder weniger nach Österreich. Ach, Österreich. In die Schweiz natürlich. Biege nach rechts ab. Was sagt er? Irgendwie, ich muss sowieso tanken. Der Tank sagt ja eh schon fast leer. Und mit dieser Fahrt muss ich definitiv tanken. Abbiegen. 28 Tonnen. Und da steht auch schon das gute Ding. Ich darf es nur nicht vergessen, wenn ich irgendwann dann wieder hier Pause mache, dass ich wie bei der letzten Fahrt vergesse, wieder die Dings, die roten Leuchte anzumachen. Da haben wir das gute Ding. Dann fahren wir den Bagger. 812 Kilometer. Wir fahren wieder die E42 von Lüttich Richtung Brüssel, biegen dann ab auf die E41, die dann, oder die A4, von der A15 auf die A4, die dann fahren ganz kurz durch Luxemburg durch. Dann geht es auf der A31 kurz in Frankreich weiter, wechseln wir auf die A4, fahren an Straßburg vorbei. Fahren weiter auf der A35 rein, an oder durch Basel durch, nach, in die Schweiz. Ich wollte schon wieder nach Österreich sagen, ich weiß gar nicht warum. Fahren dann kurz auf der A3 weiter, dann auf der A1 und dann ist eigentlich wieder Landstraße angesagt, ne? Dann ist viel Landstraße angesagt. Boah, gar nicht mal so viel, ich dachte es wäre Landstraße gewesen. Fahren wir von der A1 auf die A12. Fahren dann vorbei. Wahrscheinlich haben wir das Glück und müssen auf der Waage. Fahren dann weiter auf der A9 und dann haben wir nochmal einen ordentlichen Weg zu Treaty. Eieieiei. Die Frage ist, ich muss ja eigentlich auch irgendwo pennen. Kann man hier pennen? Ja gut, dann können wir hier pennen. Biege nach rechts ab. Dann biegen wir mal ab. Nicht rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
möglichst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, und natürlich doch. Auch noch zwischendurch nochmal aufhören. Hoffen wir nochmal stark. Na los, gib Gas. Ein bisschen mehr darauf achten, ob es irgendwie draußen regnet oder nicht, wenn da draußen noch Wäsche aufhängt. Aber ich war heute, soll es glaube ich wieder regnen, aber weiß ich nicht. Ich habe noch nicht geschaut. Sieht gut aus. Genauso wie es auch gut aussieht, dass der Regen hier aufhört. Ah, Mist, ich muss halt tanken und auch nicht allzu in allzu ferner Zukunft. Also die nächste Tanke, über die wir drüber fahren, da sollte ich auf jeden Fall anhalten. Diesmal zerreißt uns das Lenkrad jetzt hier wieder nicht, ne? Obwohl es auch wieder regnet wie beim letzten Mal auch. Und ich 10 Kilometer schon runtergegangen bin, also es war, ist ja wieder auch echt eine wilde Sache da gewesen. Also es macht alles gar keinen Sinn, also ich weiß nicht, ob ich daraus noch Shorts jetzt gemacht haben werde, aber vielleicht habe ich daraus Shorts gemacht, I don't know. Ich habe es zumindest noch markiert, müsste ich gleich nochmal schauen, bevor ich das dann lösche. Ja, ich sag mal, danke für nix. Aber das kann doch nur die adaptive Geschwindigkeitsregulierung gerade gewesen sein, oder? Also, das ist ja echt... Okay, Notiz an mich. Beim nächsten Mal dann komplett rausgehen. Bei solchen Abfahrten nur noch selber lenken. Du Scheiße. Ich hab einen Lauf. Ist auch noch mit Motor- und Fehlfunktionen demnächst zu kämpfen. Richtig geil.
Und die werde ich auch in der nächsten Fahrt noch haben, weil ich den Truck gleich reparieren werde. 1,96 Euro pro Liter. Ja, sehr schön, ne? 1337 Euro und 682 Liter. Dann peitschen wir mal wieder runter nach Luxemburg. Eigentlich wann? Okay. In 5 Stunden muss ich mich dann auch nochmal wieder hinlegen auf der Fahrt. Aber 40.000 sind echt nicht verkehrt. Kohle können wir echt gut gebrauchen. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel Kohle ich eigentlich bräuchte für den Renault E-Tech. Dann kosten wird. Immer geradeaus. Können wir eigentlich mal ganz kurz machen. Oder bekommt man den Renault Truck nur von einem Renault Elektro Truck Händler? Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Aber das war jetzt gerade so mein Gedanke. Aber gut. Also meine einzige Info ist nämlich nur, dass es der Renault E-Truck jetzt in Game ist, meine ich. Irgendwie muss man mit diesem Trailer auf alle Fälle ein bisschen mehr aufpassen in den Kurven. Ich glaube auch hauptsächlich wegen der vorderen Lenkachse noch. Da zieht es einen dann doch schon ordentlich rum. Aber ist schon angenehm hier so, ne? Belgien, Luxemburg, natürlich Frankreich, wo man 90 fahren darf. Gerade.
da schon eine nice Sache. Da kommt man auf alle Fälle ganz gut voran. Ich musste es ja jinxen. Links halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Und dann hier mit 60 durch eine 90er Zone zu fahren. Oh, mit 65. Also die Kurvenlage ist halt schon so gerade mit 90 ganz gerade schon grenzwertig, zumindest für mein Empfinden. Den Settings. Bin ja mal sehr gespannt, wo es hier nach dahin geht, weil wir können nicht mehr nach. Also das, was gehen würde, wären noch Niederlande. Großbritannien ist, glaube ich, auch so drin. Wird auf jeden Fall eine lange Fahrt. War es das quasi im Norden bis auf Skandinavien? Und dann immer halt noch. Eigentlich die östlichen Länder und halt Spanien und Portugal, aber die habe ich bisher nicht gesehen. Von daher wird das doch mal recht spannend. Wir können einfach mal, wenn wir die Fahrt hier beendet haben in Bern, einfach mal schauen, was wir so von Treaty und eure Goodies quasi haben, weil das ist ja zumindest das, was gerade so in der Zone ist bei uns. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts. Jetzt runter auf 40. Auch wenn es 50 sind, aber wir fahren lieber mit 40. Und versuchen, schnellstmöglich zu reagieren. So, jetzt funktioniert es auch wieder. Also es muss eigentlich gerade eben wirklich. Bitte links halten. Das war mir zu gerade. Die adaptive Geschwindigkeitsregulierung gewesen sein, die uns halt zusätzlich den Retarder, also zusätzlich den Bremsvorgang nochmal verstärkt hat. Ich meine, jetzt abgesehen von dem zu früh quasi rausfahren, also zu früh nachgeben mit dem Lenken, war jetzt ja gerade gar kein Problem. Deswegen, okay. Okay, wir haben ja auch 70. So, auch schon jetzt smooth weiter durch. 130. Bisschen mehr links. Hätte eigentlich gepasst, aber. Du Assi.
Das ist ja echt wieder passend zum verfluchten Profil. Alles sehr verhext hier. Alles sehr, sehr, sehr verhext. Ich glaube, hier war ich echt noch nie gewesen. Gott, bei 8000. Das ist nur 8000, oder? Habe ich da auch schon, habe ich eigentlich auch schon wieder gelenkt, ne? Aber man kennt es ja. Okay, nee, 8.500. Beziehungsweise ein bisschen mehr als 800.000. Wieder hier durch. Oh, nice. Zweimal dieselbe Firma hintereinander. Jetzt baue ich Geschwindigkeit auf, aber zum Glück wird die Fahrbahn jetzt ein bisschen breiter. Ah, bei Straßburg sind wir gerade. Das ist jetzt die Frage, muss ich mich jetzt mittig halten oder nicht? Ich glaube schon, ja. Bitte links halten. Es macht halt echt total wenig Sinn, ne? So häufig lenkt man ein bisschen und geht die Geschwindigkeit runter. Gar kein Problem. Dann lenkt man ein bisschen, geht mit Geschwindigkeit runter, dann zerzieht es einen komplett. Also es ist halt absolut unlogisch. Ein Tippel nach links. Damit wir die Tastatur lenken, natürlich. Alles easy. Einmal nach links drücken.
Genauso wie sonst auch. Einfach mal 300 Überschläge. Also ich weiß nicht, ob wir noch Geld verdienen mit der Fahrt hier. Bin ich ehrlich. Wobei, wir verdienen Geld noch damit. Fahrer hat Geld eingefahren, alles gut. Also es ist halt teilweise so super unlogisch. Man kann sich nicht darauf vorbereiten. Dann habe ich ja schon den Titel der Folge, aber den hatte ich auch schon vorher gehabt. Bin auch gespannt, wie das Thumbnail wird. Ich bin eigentlich sogar so gespannt, dass ich das Video hier nach direkt dann auch, also nachdem ich das andere Video von Art PS, boah, Digga. Nochmal gerendert habe, dass ich mich daran setze. Ob das Ding noch an einem Stück ankommt, ja, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht. Die Chancen sind sehr groß, dass es nicht passiert. So wie jetzt hier. Jetzt bin ich schon am Tippeln, 10 Kilometer schon runter beschleunigen. Gar kein Problem. Einfach unpredictable auf nach Basel. Das sind teilweise also so Dinge, wo ich mir denke, okay, weiß ich nicht, ob das ein anderes Ding wäre. Also bin ich mir sehr unsicher in dem Fall. Also ich glaube eher nicht, dass es
anders wäre, wenn hier, keine Ahnung, nicht ein Ersatzrechter steht, sondern halt der vernünftige. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah, hier sind wir. Ausfahrt rechts nehmen, runter 50. Wir müssen natürlich mal wieder eine extra Tour fahren. Was denn des Wortes? Okay. Komm wieder lang. Route neu berechnen. Ja, mach mal. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Da tücht's dann noch an, ne? Ja. Da bin ich immer müde. Na, hallo? Ja, wie oft soll ich denn noch Papiere prüfen lassen? Bis ich keine mehr habe, oder was? Ich glaube, wir wollen hier lang. Kann man hier gleich nochmal pennen? Ja, okay, kann man. Auf A1. Hier schon, okay. Ach je. Aber lenkt der gut mit? Ich glaube, dürfte, wahrscheinlich. Easy going, okay. Ah. Zu früh gesagt. Ah. Knapp, aber passt. Wir hier wahrscheinlich. Oh, es geht zwar noch Richtung Basel, aber ist das hier schon Basel? Basel. Nice. Oh, links halten. Bremsen. Na klar, mit 80. Da fahre ich mit 60 durch oder 65 durch und hab schon Probleme. Eieiei. Ich bin mir gerade kurz nicht sicher, ob es jetzt ein Zug war. Oder doch ein Auto. Zu meinem
wird zwei rechts. Ach ja, wieder schön. Gerade so ein bisschen entspannt, aber auch nur ein bisschen. Entspannt angestrengt. Vor allem entspannt, nachdem ich gerade eben wieder hier dann ausfahrt rechts nehmen. Mit Schleudern geraten bin. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Suchen wir die nächste Möglichkeit, die ja auch bald kommt, zum Schlafen. Ja, ist doch gut. Chill dein Lachs. Bitte links halten. Schon. Das ist die Frage, ob ich hier noch doch verknüpfen können muss. Ne? Also prinzipiell nicht, aber. Boah, weiß ich nicht. Vielleicht wir können wir eigentlich bei Treaty stehen bleiben, in der Hoffnung, dass wir von Treaty was haben. In zwei Tagen. Bitte links halten. Das war verkehrt. Oder? Ja. Das war verkehrt. War verwirrend und verkehrt. Nein, das war richtig. Richtig assi. Ach du Heilige. Komme ich nicht irgendwie hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab mal nicht mal einen Baum rum. Hat keiner gesehen? Ach, ich muss noch nicht tanken, ich muss pennen. Okay, das war jetzt wieder mal anders Hardcore Lost, Alter. Getankt habe ich doch schon. Das war eigentlich der einzige Grund, weswegen ich zu Tanker gefahren bin. Weil den Tankzeichen gefolgt bin. Och nö.
Als ob ich immer noch nicht pennen kann. Ja, ich würde ja gerne. Aber es geht ja nicht. Was ist denn das? Also, ich hab gleich alle Parkplätze durch. Ach, Schnauze. Endlich einen Spot gefunden. Doch nicht schon wieder Regen. Auch keine Ruhe von dem Mist. Kilometer haben wir noch. Schnell weg hier vom der Raststelle. Vorhin noch was Gutes passiert, Kappa. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Abbiegt sich ja doch. Biege nach rechts ab. Okay, Warnblinker, warum? Muss ich rechts halten? Ich rechts halten? Ich rechts halten. Okay. Und dann rechts abbiegen. Gewitter. Biege nach rechts ab. Auch gerade aus. Ah, ich hätte auch gerade ausgekommen, okay. Das wirkt auf der Karte jetzt gerade nicht so.
Wir fahren ins Gewitter rein. Bitte links halten. Na klar. Haben es auch gleich geschafft, auch wenn das nicht vor Gewakada einzusehen ist, weil, naja, Bären ja im Grunde genommen hier in ETS 2 mehr als nur Bären umfasst. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich wirklich dann bei Treaty stehen bleibe, weil dann haben wir auch noch ein bisschen was von vom echten Bären quasi. Wo dann eventuell ein Auftrag sein könnte. Und nicht nur von Treaty und Euro Goodies. Ist, glaube ich, recht wichtig. Sehr schön. 1% auf die verkackte Fracht. Hat ja nur 300 Unfälle gebraucht. Weil ich die Kurve genommen habe. Hier lang, oder? Muss ich hier lang? Hier raus, da raus, da rauf, ja. Oder? Kommen wir doch so hin. Ich glaube nicht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, mach mal. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Das war richtig. Route neu berechnen. Nee. Biege nach links ab. Das sieht falsch aus. Okay, ich glaube, das war es aber auch, was nur falsch aussieht. Okay, da musst du rauf.
53 Tonnen. Ja, kann ich nichts für, Alter, wenn ich hier 30 Autos irgendwo reingeschoben bekomme. Okay. Sachen mit der Motorverhebung, dann werden wir die nächste Fahrt auch noch viel Spaß haben. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sehr viel Spaß. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich traue dir nicht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Junge, ist die viel los? Und das ist alles noch bei so einem beschissenen Wetter. Nimm diese Ausfahrt. Wie weit haben wir es noch? 114 Kilometer. Und ich dachte, wir hätten es fast. Hört jetzt auch endlich auf zu regnen. Dass draußen immer mehr nach Regen aussieht, obwohl es regnen soll. Okay. Da haben wir es ja schon fast, werden wir so die schöne Brücke haben. Okay, was heißt schön? Das ist ja eigentlich nur ja, gut gebogener Beton, oder genau. Ich dachte nicht, dass es durch. Ich dachte nicht, dass es durchgängig ist, aber okay.
durchzeiten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Jawohl. Okay, sogar ein großer Kreisverkehr und nicht so ein kleiner. Ich dachte, es wäre so ein kleiner, deswegen bin ich runter auf 30. Ich kann aber ruhig hoch auf 40. Ach, es ist schon schön mit den ganzen Bergen. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Mainz. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Kämpfen wir uns mal den Berg rauf. Das ist ja wieder super mit der Wohlfühlfunktion. Ich kann gleich, also. Ich darf gleich schon wieder tanken. Also die Hälfte des Tanks ist auch schon mehr als wieder voll. Ah, hier sind wir, okay. I see. Nice. Was heißt hier sind wir, aber. Es ist so ähnlich, wo. Aber wie gesagt, verkehrt muss ich erstmal den Berg hinauf. Wir die ganzen Weinreben haben. Die sogar sehr wehtun, wenn man sie anschaut. Stückchen haben wir noch. Hier vorne hätten wir eine Abkürzung, mehr oder weniger. Die würde ich nehmen können. Ja, wahrscheinlich eh keine Abkürzung gewesen, weil es mit so einem Haus hier oben links geht und nicht einmal rum, aber. Das war zu den beiden Häusern. Jetzt überholst du, okay, ja. Sorry. Ja, dann gehören wir jetzt auch. Okay, dann nur kein Gas. Das ist aber ein bisschen spät jetzt, ne? Vielleicht nur mal so sagen. Wäre nämlich doch schon eine etwas schärfere Kurve. Kein Problem.
Ich weiß auch, warum er unbedingt überholen wollte, weil ich hier ganz mit 60 rumgedümpelt bin und ich mit 50 und nicht mit Orach wahrscheinlich habe auf 80. Ich habe erstmal den Gang finden. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Warum? Warum bremst du? Also der Berg hatte garantiert keine Geschwindigkeit drauf. Der Hügel, whatever. Wie auch immer man das bezeichnen mag. Genau, dem wollte ich ausweichen. Und deswegen bin ich gegen die Wand geknallt. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Endlich, endlich ist es vorbei. Ich habe mich rechts rückwärts eingepackt habe. Sehe ich auch so. Zufriedenstellend Bagger JCB245XR von Lüttich nach Bern geliefert. Gefahrene Strecke 837 Kilometer, Dauer 1 Stunde 9. Verbraucherkraftstoff 605 Liter, das war der 207. erledigte ETS Firebolt Schlagsauftrag. Es gab nur noch 36.000 dafür, 1.141 Erfahrungspunkte. Damit sind wir jetzt bei, da oben, knapp 187.000. Wie gesagt, eben einfach hier stehen. Bringen kann man ja eh nicht. Wir gucken mal, wo die Reise von hier aus vielleicht gehen könnte. Einfach weil wir hier auch noch mehr von Bern haben. Wir könnten nach Graz fahren. Oder nach Ungarn. Ja.
Und das scheint es auch schon fast. Und Slowenien. Ja, also die Auswahl ist schon gegebenenfalls da. Nach Großbritannien könnten wir. Aber hauptsächlich wird es dann auch schon wieder ein bisschen tricky. Was haben wir denn da? Altkunststoff. Aber die Auswahl ist auch wieder da. Werden wir aber schon was finden. Dann ja, versuchen wir mal diese Fahrt zu vergessen. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch dennoch irgendwie gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier in, von Eurotrack Simulator 2 vom Trade Connections Switzerland Event oder im American Truck Simulator vom Cruising Nebraska Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.